Okay, let's go. Hey, was haben Sie da gemacht? Nix, gar nichts. Weg hier. Hurra, hurra. Die Badener sind da. Achso, ich dachte Karlsruhe. Das Gleiche. Ja, servus zum neuen und sogar letzten Video der Saison. Dann ist es rum, ja. Ich habe gerade geparkt, wir sind jetzt hier auf dem Park-and-Ride-Parkplatz gefahren. Hat ewig gedauert. Ja, war ein bisschen komisch ausgeschildert, weil da war ein Parkplatz, aber es ging doch weiter. Aber wir haben es gefunden, alles gut hier. Wir müssen da noch wieder den Rückweg finden. Ja, das müssen wir auch machen. Ich habe gerade gesehen, Gäste-Fanbus, ja. Und die Heimfans, die haben einen anderen Bus. Also wir fahren nur blau-weiß, nicht schwarz-weiß. Wir sind blau-weiß. Elversberg. Elversberg. Elversberg, eine zweite Liga. Braucht man das? No! Eigentlich ist ja Spießen Elversberg. Also mir wäre es ja lieber gewesen, wenn man jetzt gegen Saarbrücken spielen würde. Wenn wir schon mal im Saarland sind. Ja, genau. Gell? Okay, wir steigen mal ein. Ich like euch immer. Alle, wir sind jetzt im Stadion, Fabio, was eine Arena war hier. Wir sind auf der Baustelle, da gibt gar nichts. Haupttribüne, da haben die Elversberger hier. Das Wetter ist scheiße, es fängt gerade an zu regnen. Und Wind. Wind ist gut für Delfinchen, gell? Nicht. Ja, genau. So, Elversberg, wolltest du was sagen zu Elversberg? Elversberg ist 11. und wir sind 5. Ne? Wenn wir gewinnen, bleiben wir 5. Wenn der HSV verliert und wir gewinnen, sind wir sogar 4. Schauen wir mal. Ne? Ja, leider geht's gerade voll ab. Polizei, Tränengas und was weiß ich. So, also wir machen jetzt mal geschwind auf die Aufstellung, ja. Max Weichert wieder im Tor. Dann haben wir noch den Budo drin und natürlich unseren Paul Nebel. Und der Burnitz ist auch dabei, ne? Hoffen wir mal, dass die uns einen gebührenden Abschluss der Saison machen. Sehr nett von Elversberg. Heute ist, wir wissen schon, ein Fußballfest im Stadion. Also die Stadionmusik ist auch besser wie bei uns, oder? Ja, das ist eine Werbung hier. KSC. Ich wollte noch mal anmerken, gerade zweiten Plätze hinten dran, unser Busfahrer sitzt, der hier rot bekommen. Nichts bis auf den Pfosten-Schuss und Elversberg. Oh, sehr gut. Ecke. Alarm. Jetzt ist gleich Halbzeit. Eine Minute nach dem Zweiten ist Halbzeit. Da sind Halbzeit. 0-0.
mal so, der KSC ist besser wie gegen Hannover. Aber ansonsten 0-0 geht gar nichts. Es geht nicht so viel. Wir konnten auch nicht wirklich sehen, zu viele fahren, aber... Beschwenken unsere Fahne. Unser Busfahrer! Unser Busfahrer! Nicht von uns, sondern vom KSC. Und was sagen Sie zum Spiel? Einschlafen. So, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Hoffen wir, lass noch irgendwie 3 Punkte gehen. Udo muss halt... Auf geht's jetzt. Baustelle, ciao Stadion, wir zischen jetzt ab. Wir reisen jetzt wieder zurück, fahren jetzt hier mit dem Bus her, wieder zum Auto und wollen uns verabschieden von euch, von der Saison. Es ist vorbei, jetzt haben wir alle Pause, jetzt kommt, was kommt, EM, gell, ist jetzt dann? Jo. Da hoffen wir, dass Italien in der EM gewinnt. Wir drücken Italien die Daumen. Die ziehen wir uns rein, Urlaub kommt noch dazwischen und was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob wir nächste Saison nochmal Videos machen. Es ist viel Arbeit für uns, viel im Stadion, Gelaber und Geschwätz mit den Kameras hier und was weiß ich. Wir machen das, weil wir Spaß dran haben. Wir verdienen damit kein Geld. Ich habe das gemerkt, dass wir gar keine Werbung in den Videos hier drin haben, weil wir es echt just for fun machen, für uns beide halt. Ne? Aber schauen wir mal, wie die Saison wird. Aber ins Stadion gehen wir auf jeden Fall wieder. Yes. Okay? In diesem Sinne, wenn ihr bis jetzt zugeguckt habt, also genau bis jetzt, wo die Sonne uns anstrahlt nach diesem brutalen Regen, ja, dann kommentiert das Video jetzt mit der. Okay? Also haut rein. Bis zur nächsten Saison. Ciao. 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 Also, wir raufen. Gosse!
Er soll Kamera ausmachen!